Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal dieses Muster vorstellen, was ihr hier so sehen könnt. Ja, und so sieht es aus. So wird es gestrickt. Ja, ihr habt hier die Löcher und hier an den Seiten geht so ein bisschen rund weg. Ja, sieht natürlich mit einer einfarbigen Farbe, so jetzt bei dem Weiß, sieht es natürlich von der Optik her super aus. Also ich finde es schön, bringt auch was her. Und wenn man natürlich noch feinere Wolle hat, sieht es natürlich noch edler aus. So, wie wir dieses kleine Muster stricken, das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier einen Mustersatz von 12 Maschen und die sind eingerahmt immer von hier eine linke Masche und hier eine linke Masche. Also das wäre dann so von links nach links dieses Muster. Ja, und wir haben im Grunde genommen 6 Reihen nach oben und mehr nicht. Und wie wir die jetzt stricken, das zeige ich euch jetzt. So. Wir fangen an. Ihr habt natürlich wieder mal euer Bündchen gestrickt, so wie ihr es möchtet, und dann fangen wir an zu stricken. Ich stricke jetzt mit euch die erste Reihe dieses Musters. Wir stricken eine Masche links, eine linke. Jetzt stricken wir 5 rechte. Eins, zwei, drei. 5, 2 Maschen rechts zusammen, so reinstechen, Faden holen, durchziehen, Maschen runter, einen Umschlag, eine rechts, einen Umschlag, 2 Maschen rechts, eine Masche links. So. Und das strickt ihr jetzt einmal im Kreis. Um euren ganzen Socken drumherum, ja? So. Ihr seht, ich stricke mit 3 Nadeln, ne? Das ist unsere erste Reihe, ne? Ich muss jetzt mal zählen. So, 2, 4, 5. 2 zusammen. Einen Umschlag. Einen rechts. Einen Umschlag. Und 2 rechte. So, jetzt stricken wir die zweite Reihe. Eine Masche links. Und 4 Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier. Und zwei, hier habt ihr die erste, zwei zusammengestrickt. Jetzt stricken wir die nächsten 2 zusammen. Die hier mit der davor liegenden jetzt zusammenstricken. So. Und die letzten Maschen bis zur linken wieder rechts stricken. So. Linke Masche. Eins, zwei, drei, vier. Hier können wir es sehen. Und die 2 wieder zusammenstricken. Und die letzten Maschen rechts stricken. Und eine linke. Und dann wieder 1, 2, 3, 4. Hier könnt ihr es wieder sehen. Die 2 wieder zusammenstricken. So. Und die restlichen wieder rechts stricken. Bis zur linken. Ihr seht, die Umschläge, die wir gemacht haben, stricke ich jetzt auch rechts, ne? So. Jetzt kommt die dritte Reihe. Einmal eine linke. Eins, zwei, drei. Denn hier habt ihr die zusammengestrickt. 2 wieder zusammenstricken. Eine rechte.
einen Umschlag, eine rechte, ein Umschlag und die letzten drei rechts stricken. Und das wiederholen wir jetzt wieder im Kreis. So, wir haben unsere linke Masche wieder, die das Muster einrahmt. Dann fangen wir an. 1, 2, 3, 2 zusammen, das sieht man hier schön, die 2 zusammen, eine rechte Masche, eine rechte, ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag und die letzten Maschen, die letzten drei rechts stricken und dann habe ich wieder meine linke Masche und dann hier genau das gleiche. 1, 2, 3, 2 zusammen, ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag und die anderen wieder zusammenstricken. Ja? So. So, ne? So, und dann kommt die nächste Reihe. So, eine linke. So, jetzt stricken wir zwei Maschen rechts. Ja? Und hier könnt ihr schön sehen, diese zwei wieder zusammen. Die hier. Ja? Die zwei zusammen und die letzten Maschen dann rechts stricken, so wie sie erscheinen. Auch den Umschlag. Auch rechts stricken, ne? So, einmal im Kreis bitte. So, eine linke. So, jetzt könnt ihr hier schon sehen, da, hier habt ihr die, könnt ihr sehen, zwei habt ihr jetzt gestrickt. Da kommen diese Masche an und die strickt ihr dann zusammen und die letzten Maschen dann rechts stricken. So. Ja. So und eine linke Masche. So, jetzt stricken wir, die eine linke haben wir jetzt gestrickt, jetzt stricken wir eine Masche rechts, zwei Maschen zusammenstricken, ja, zwei Maschen rechts stricken, einen Umschlag und wieder eine Masche rechts, einen Umschlag und die restlichen Maschen wieder rechts stricken. So, ich zeige es euch jetzt beim nächsten nochmal, damit ihr nicht durcheinander kommt. So, wir haben hier unsere linke. So, ich zeige es nochmal. Jetzt stricken wir eine Masche rechts und hier könnt ihr wieder sehen, ja, da sind wir angefangen. Eine linke, eine rechte, die zwei rechts zusammenstricken. Hier stricken wir zwei rechte. Eins, zwei, einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag und vier Maschen rechts. Das strickt ihr jetzt einmal bitte im Kreis. Ja, kann es ja nochmal wiederholen. Eine linke, eine rechte, die zwei zusammen. Hier seht ihr ganz schön, dass es hier so rüber geht. Dann wisst ihr ganz genau, die zwei müsst ihr zusammen stricken. Dann strickt ihr zwei Maschen rechts, einen Umschlag und hier seht ihr ja auch, ne, wo ihr eure Löcher schon habt, einen Umschlag. Diese rechts, die begleitet euch auch immer hoch, einen Umschlag und die letzten vier Maschen rechts. 1, 2, 3, 4 und eine Masche links. So, jetzt kommen wir zu der letzten Reihe. Wir haben eine linke. Jetzt stricken wir die zwei Maschen zusammen. Eine linke. Die zwei könnt ihr hier wieder dran erkennen. Die wieder zusammenstricken. Und alle anderen Maschen rechts. Ja? So, alle rechts, habt ihr auch eure Umschläge dabei, alle anderen Maschen rechts stricken, ja?
So, ich zeige es jetzt gleich nochmal. So, hier kann man es besser erkennen. Hier ist die linke Masche, die stricken wir jetzt links. So, so sieht es auch jetzt bei euch aus. Ja, genau so. Die stricken wir links und die zwei hier, wo das hier so schön hoch geht, die zwei stricken wir wieder zusammen. So. Und die restlichen Maschen, wie sie erscheinen, rechts stricken. Ja, auch den Umschlag rechts stricken, wieder rechts. Und ihr seht ja auch hier, könnt ihr schon erkennen, schon das Lochmuster, was da drin ist. So. Ja, alle Maschen rechts stricken bis zur linken. So. Dann haben wir hier wieder die linke Masche. Ist ein schönes Muster. Und vor allem, man weiß nachher ganz genau, wo man ist. Man kann sich immer hier orientieren, dass diese zwei hier zusammengehören. Und jetzt alle Maschen rechts darüber strecken. Das ist die letzte Reihe. Dann fangt ihr wieder mit der ersten Reihe, die ich jetzt eben gezeigt habe, wieder von vorne an. Seht ihr? Dann hier die vier rechten und dann kommt die linke wieder. So, und das war unser ganzes Muster. Und jetzt fangen wir wieder von vorne an mit unserem Muster, indem wir dann wieder anfangen mit 5 rechten, 2 zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, 2 rechte. So sieht es nachher aus, wenn ihr es auch gestrickt habt. So muss es jetzt bei euch aussehen. Ja, so. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. So. Ha? Ihr fangt jetzt hier wieder mit dieser ersten Reihe an und strickt dann hier das Lochmuster nach oben. Na, hier könnt ihr es auch schön sehen, wenn man es ein bisschen auseinanderzieht. So. Na, so hier auch die Löcher. Ja? So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem kleinen Muster. Sollten dazu noch Fragen sein, werde ich die gerne beantworten. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Eure Ute. Bleibt gesund.